Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmann und ich begrüße euch wieder bei einer neuen Folge von Beyond Two Souls. Jawohl, hier haben wir jetzt gerade die schmollende Jodie, die hat nämlich keine Lust, ein Let's Play aufzunehmen. Nee, das ist nicht das Problem. Ihr Problem ist, sie will auf eine Party gehen, aber sie darf nicht. Der Doc hat's nicht erlaubt. Ja, gut, die letzte Party, da haben wir noch ein bisschen anders ausgesehen. Die ist ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber nur ein bisschen. Aber da sind die Kiddies selber dran schuld, oder besser gesagt, da die Halbstarken, weil die haben mich auch gemobbt und haben mich dann auch eingesperrt und dann hat halt der Aiden ein bisschen Party mit den Mädels und mit den Jungs gemacht und ja, das hat denen dann wieder nicht gepasst und wir haben halt ein bisschen die Wohnung abgefackelt oder das Haus, aber ja, mein Gott, das passiert. Das passiert. Das ist das gleiche Gedöns, wie man auf jeder Party mitmacht. Ne? Also, die sollen sich mal nicht so anstellen. Okay, aber jetzt geht's mal wieder weiter. Ja, mit Fuck. Wir beginnen die heutige Folge mit Fuck. So, was machen wir? Mixen wir uns einen Cocktail oder was? Nee. So, was machen wir? Jodie, was machen wir? Nee. Ja, lass erstmal deine Wut freien Lauf. So, jetzt. Was machen wir jetzt? Gehen wir ins Bad? Ja, komm, wir gehen ins Bad. Noch ein bisschen Eyeliner nachziehen, eventuell. Der ist noch nicht ganz so dick, finde ich. Da kann noch ein bisschen was, oder? Was sagt ihr? Ja, da geht noch was. Ja, aber hat sie doch keinen Bock. Sie hat es ein bisschen umgestaltet. Das hat es schon ein bisschen verändert. So, aber ich glaube, hier können wir nichts mehr machen. Was? Oh. Schluss damit, Jodie. Das bringt dir doch absolut nichts. Du gehst nicht. Weiter. So, jetzt. Teil der Eiden ein bisschen Stimmung. Was ist das jetzt? Bist du stolz auf dich? Hm. Ich hoffe es. Denn morgen wirst du das alles aufräumen. Schluss jetzt, Aiden. Es ist ihnen scheißegal, wenn wir die Bude auseinandernehmen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns was anderes überlegen. Und was? Ja, sie hat sich beruhigt. Sie hat das ganze Apartment verwüstet, aber jetzt ist Ruhe. Ah, wir können ja auch raus. Okay. Klar, dann also bis morgen. Wo ist er denn? Ah, da. Ja. Ah, guck mal da. Geil! Wir können sogar Körper übernehmen. Es tut mir so leid, Cole. Ich hasse mich selbst dafür, aber du verstehst mich doch, oder? Ich muss heute mal hier raus. Ja, wir machen Party. So. Ja, ich weiß, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Kommen wir da raus? Auf dem direkten Weg? Ich weiß nicht. Abgeschlossen. Oh, ja, klar. Ja, Cole, mach doch mal was. Ach so. Okay. Sehr schön.
Wollen wir es ihm wiedergeben? Nö. Dann halt nicht. So. Der Cole geht vor. Das ist schon mal sehr nett. Kann er uns auch auf die Party fahren? Das wäre natürlich ultra geil. Die könnten mir auch was trinken. Apropos trinken. Na, Soda wollen wir nicht, ne? So. Weiter geht's. Gibt's hier keine Wächter oder sowas? Oh, hallo Cole. Oh. Jody. Bisschen spät für den Ausflug, hä? Dawkins. Frische Luft. Ja, ich fühle mich nicht. Mir ist schlecht. Ja, mir ist schlecht. Also wollten wir nur an die frische Luft. Alles klar? Sollen wir lieber die Krankenstation anrufen? Nein. Ist nicht nötig. Cole ist ja da für mich. Also, stimmt, Cole? Ja. Also. Was ist Cole? Hast du die Zunge verschluckt? Traurig reden. Er ist wohl heiser. Ich glaube, es ist ein Virus oder sowas. Das ist mehr als er zu mir gesagt hat den ganzen Tag lang. Ist hoffentlich nicht ansteckend, Kumpel. Du gehörst nach Hause ins Bett, wenn du mich fragst. Wäre besser für uns alle. Tja, gut. Oh Mann. Ciao. Jetzt geht's schon. Ja, machen wir. Boah, der klappt auch echt alles. So. Komm, Cole, wo hast du denn dein Auto stehen? Tja, das erspart uns wohl die Suche nach Coles Auto. Ja, das ist wohl wahr. Kameras überall. Besser, ich verschwinde schnellstens von hier. Tja, Cole, Jetzt ins Auto und lass den Motor an. So, okay, jetzt können wir wieder den Cole steuern. Geil. So. Okay, und jetzt? Achso, klar, jetzt müssen wir wieder, nehmen wir gerade auf der Beifahrerseite Platz. Lass uns mal hinten einsteigen. Nein. So. Verdammt. Man kann mich von draußen noch sehen. Ja. Verlassen, ja. Ja, wir steigen hinten ein. So, okay, starten. Los geht's ein. Sei so unauffällig, wie es geht, okay? Hey, Cole, Kumpel. Hast du frei? Jody? Na, ja, komm schon. Wow! Sicherheitszentrale! Die Sicherheitszentrale, los! Ah, fuck. Hätten wir in den Kofferraum gesollt? Ja, ich weiß nicht. Egal. So. Du verzeihst mir das doch, oder? Ich bin bald zurück. Keine Sorge, ich komme schon klar. Okay, Aiden. Bring ihn in den Wald und sieh zu, dass ihm nichts passiert, ja? Das heißt wohl, ja. Also im Wald. Okay. Können wir da rein? Anscheinend nicht.
Wir laufen erstmal ein bisschen. Ah, da, da vielleicht, ja? Ja, da können wir rein. So. Okay. Ah ja. Tja, hier ist die Bar. Ach, die will in die Bar. Die anderen müssen schon reingegangen sein. Okay. Happy Hour, Monday and Friday. Aha. Was? $2 Cocktails? Okay, so werden sie dann auch schmecken. Ja, komm, dann warten wir mal. Ah, wo sollen wir hin? Hm, da. Ja, da ist gut. So. Wie alt sind Sie, Miss? 21. Ich will nur eine Limonade. Na, 21, das war doch geflunkert. Doch einfach nur die, das hier einschenken, oder? So, genau. Eingeschenkt haben wir ja schon bekommen. So. Und jetzt? Ja, die Typen gefallen mir überhaupt nicht da vorne. Sollen wir mal da lang gehen? Ja, komm. Wird mich umbringen. Hoffentlich ist es das wert. So. Können wir sonst noch irgendwas machen? Ja, anscheinend nicht. Können wir mit Aiden vielleicht ein bisschen Action haben? Was meinst du, wie alt die ist? 15, vielleicht auch 16. Und was macht sie hier drin so ganz allein? Was weiß ich? Braucht vielleicht noch ein bisschen Gesellschaft. Oh Mann. Scheiße, weißt du was? Im Bett macht die Kleine sicher richtig was her. Ah, laber doch nicht, Earl. Trink dein Bier aus und halt die... Hey, erzähl mir nicht, dass du nicht heiß auf die Kleine bist, hä? Die sucht einen Fick. Ah, ja, tja. Man muss sie schon fragen, was sie allein hier will um diese Uhrzeit. Hm. Ach, sieh dir die Schlampe doch an, Alter. Hübsch ist sie auch, hä? Komm schon, halt den Rand. Oh Mann. So. Okay. Bist du ein Partner? Nein. Eigentlich spiele ich lieber allein, okay? Oh, du spielst Billard ganz allein? Zu zweit macht's doch erst richtig Spaß.
Okay. Ladies first. Na, okay. Dann schauen wir mal. Wow, so. Was machst du hier so ganz alleine? Lüge, ausweichen, ja. Nichts Besonderes. Nur ein normaler Samstagabend für mich. Und meine Clique. Tja. So. Da wollte er jetzt kunstvoll spielen, aber das war wohl nix. So. Sag mal, bist du nicht ein bisschen jung, um hier rumzuhängen? Wie alt bist du? Lüge, ja, wir lügen. 21. Geh rein, verdammt. Ist heute nicht dein Glückstag. Verzeihung. Was für ein schmieriger Typ. Mann, Mann, Mann. Wissen deine Eltern Bescheid? Lüge. Ausweichen. Ja, wir weichen aus. Ist das hier Billard oder eine Quizshow? Hey, Pfoten weg! Komm schon, Baby, du willst es doch auch. Was? Was soll das? Hey! Wer ist da? Das wirst du gleich erleben. Wo bist du, scheiß Freak? Zeig dich jetzt! Komm raus, du feiges Arschloch! So, dann machen wir hier halt ein bisschen Party. So, zack. Und da haben wir noch einen Tisch. Da ist auch noch ein Tisch. So, zack. Ah, hier haben wir noch. Yeah! Scheiße als Maul, Brandon! Bullshit! Verdammt! Was war das? Niemand geht raus! Wir verschwinden von hier! Ja, haut nur ab. Scheiße! Was zur Hölle machst du, Sam? Jetzt mach schon die verfluchte Tür auf! Guck mal da an! Hier ist noch was. Wow. Alter. Oh, krass. Wow. Jody. Mein Gott. Was ist mit dir? Jody, was ist denn passiert? Ich wollte nur ausgehen und ein einziges Mal wie die anderen sein. Ich weiß. Das ist okay. Das ist okay.
Wow. Alter Schwede. Boah. Aiden. Boah, jetzt gehst du aber ab, Herr. So krass war es ja noch nie. Boah. Wie andere Mädchen, okay. Für immer zusammen 89% an Eingangsware vorbeigekommen, ja. 19% Barbesucher ausspioniert, okay. Angreifer besiegt 99%, aha. Aus DBA geschlichen oder geflohen, 79%, 84% nicht gespielter Weg. Ach so, nee, Quatsch, in der Bar geblieben, ja, klar. Und 89% mindestens ein Angreifer umgebracht. Ja. Okay, dann haben wir ja so, außer beim Barbesucher ausspioniert, so ziemlich so entschieden wie die Mehrheit. Gut, okay. Dann gucken wir mal weiter. Oh mein Gott. Jodie. Wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Fahrt? Was für eine Fahrt? Wie geht's denn jetzt hin? Die DPA hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Hm. Weiter fahren. Ja, Mami. So, okay. Ist ja krass. Jodie, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tu's. Ja, aber bei dem Sauwetter steigen wir jetzt nicht aus. Nee, das machen wir nicht. Nee, wir tun es auf jeden Fall. Wir helfen den Leuten. Oder jedenfalls dem Experiment, was da auch immer passiert jetzt ist. Was da schrecklich schief gegangen ist. Aber das machen wir erst in der nächsten Episode, wenn es dann wieder heißt Beyond Two Souls. Wenn euch diese Episode gefallen hat, die ja auch ziemlich gut abging, mein lieber Herr Gesangsverein, mein lieber Mann, der Aiden, den müssen wir irgendwie ein bisschen unter Kontrolle bringen, aber gut. haben wir ja selbst im Einfluss, aber naja, bisher macht es ja richtig Spaß, mal sich ein bisschen auszutoben, die Sau rauszulassen. Wie ich schon gesagt habe, hätte nicht jeder gern mal so ein Aiden für sich. Naja, schreibt es in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann sehen wir uns aber auch auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.